Servus, liebe Panther-Fans. Willkommen zur heutigen Auslosung. Wir hatten ja euch gefragt nach einem Gegner der Champions Hockey League in der abgelaufenen Saison. Jetzt ist natürlich die Spannung groß, wer hier die Loge gewinnt, die wir verlost haben. Benedikt Kohl ist bei mir, unser Verteidiger. Benedikt, aktuell läuft das Sommertraining. Was für Übungen machst du so? Ja, wir machen die Übungen nach dem Plan von der Marita. Ist jetzt meine erste Trainingswoche wieder und ja, ich werde schon darauf hingewiesen, dass meine Gewichte noch ein bisschen zu klein sind, zu wenig sind. Okay. Dann sage ich natürlich immer, ja du, ich habe ja gerade angefangen, aber es wird schon gescheit hinklotzt und die anderen sind ja eben schon ein bisschen länger im Training und wir lassen schon ein bisschen Schweiß da in der Kabine und ja, geht schon gut los jetzt. Ja, es geht ja heuer auch wieder um einiges, zum Beispiel die DEL-Saison, aber auch die Champions Hockey League-Saison steht an. Wie schätzt du denn die Gegner so ein? Ja, Vaxio ist, denke ich mal, der Favorit vielleicht in der Gruppe. Ist eine sehr gute Mannschaft und in Schweden und über Glasgow kann ich gar nicht viel sagen. Also ich habe noch nie gegen eine britische Mannschaft gespielt und ja, bin gespannt. Ich freue mich auf die Stadt, vielleicht sehen wir da auch ein bisschen was. Also Eishockey-Reisen sind nicht unbedingt Tourismusausflug, deswegen weiß man nie, ob man da irgendwas von der Stadt sieht, außer das Stadion. Deswegen bin ich mal gespannt, warten wir mal ab. Gut, ich würde sagen, schreitet mal zur Tat, hier drin sind die Lose, misch doch ein bisschen durch und zieh dann einen der Gewinner. Soll vielleicht nicht reinschauen. Nicht reinschauen. Genau. Gut. So. Der will eine rausziehen. Eine rausziehen. Also, wer hat denn gewonnen? Ja, das ist ein bisschen schwer zu identifizieren. Also Bartholomäus vielleicht? Bartholomäus Erich? Bartholomäus Erich, ja. Genau. Aus Bar in Schwaben. Genau, also herzlichen Glückwunsch. Wir kontaktieren Sie und viel Spaß dann bei der Champions Hockey League. Und auch alle anderen Panther-Fans, kommt's vorbei, das wird eine gute Sache.